Hallo meine Lieben, ihr habt ja in der Vergangenheit sicherlich bemerkt, dass ich gerne verschiedene Pizza-Varianten ausprobiere. Und heute ist wieder Zeit für eine, und zwar mache ich Pizza-Muffins mit fertigem Teig. Das geht so schnell und das Ganze, das schmeckt so lecker. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren und los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Wir brauchen Brötchenteig, das ist ein fertiger Brötchenteig zum Aufbacken, da sind 6 Brötchen drin. Außerdem brauchen wir geriebenen Emmentaler, wir brauchen gehobelten oder geriebenen Parmesan, passierte Tomaten, Salami, die ich mir schon gewürfelt habe, außerdem etwas Mais und an Gewürzen habe ich hier Knoblauchpulver, Pizza und Pasta-Gewürz. Dann brauchen wir Salz, Pfeffer und Olivenöl. Woher ich das Pizza- und Pasta-Gewürz habe, das verlinke ich euch gerne unten in die Infobox. Und los geht's mit der Zubereitung. Da kümmern wir uns jetzt erstmal um die Pizzasauce. Ich werde jetzt ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich werde Olivenöl hier reingeben, reichlich. Knoblauchpulver und Pizza- und Pasta-Gewürz. Pfeffer. Und Salz. Etwas verrühren. Dann kümmern wir uns um die Brötchen und die müssen wir jetzt erstmal aus der Dose befreien und ich bin wirklich kein Genie da drin. Mein Mann ist jetzt auch nicht da, er kann mir nicht helfen. Also hier, ach, da ist es ja schon. So, einfach befreien. Und dann in Würfel schneiden. Die Teigwürfel habe ich mir in eine etwas flachere Schüssel gegeben. Also das ist in dem Fall jetzt eine Auflaufform. Und hier kommen jetzt alle Zutaten rein. Also erstmal die Soße. Dann wird das Ganze schon mal etwas durchgemischt. Und die anderen Zutaten hinzugegeben. Also der geriebene Käse, Parmesan, Salami, in meinem Fall Rindersalami. Ihr könnt natürlich auch alle anderen Zutaten reinmachen. Olivenöl sah schon. Oliven würden bestimmt auch ganz gut passen. Und Mais. Durchmixen. Ich habe mir hier jetzt schon mal mein Muffinbackblech vorbereitet. Dieses habe ich mir mit Papierförmchen ausgelegt. Woher ich mein Muffinblech habe, das kann ich euch auch unten in die Infobox verlinken. Und jetzt wird der Teig einfach nur noch in die Papierförmchen gefüllt. Etwas Käse übrig habt, dann könnt ihr noch eine extra Portion Käse über die Muffins verteilen. Die Muffins kommen jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen und ich sage euch hinterher, wie lange sie bei mir gebraucht haben. Die Muffins sind jetzt gerade frisch aus dem Backofen und haben bei mir ungefähr 20 Minuten gebraucht. Ich lasse sie jetzt gerade noch 2-3 Minuten im Blech auskühlen und nehme sie dann auf meine Servierplatte und zeige euch dann, wie sie von innen aussehen. Ich habe mir jetzt 3 der Muffins hier auf mein Holzbrett genommen und ihr könnt, wenn ihr wollt, noch so ein bisschen Grün drüber geben. Ich habe ein bisschen Basilikum gehackt, so ein bisschen Grün verschönert immer alles. Und so sehen die jetzt von innen aus. Rezept mal ausprobieren solltet, würde ich mich wie immer über Fotos freuen. Sehr gerne mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!